Jetzt gibt es keine Zweifel mehr. Eine höhere Trainingsfrequenz ist besser für den Muskelaufbau. Wenn du also deine Muskeln nur einmal pro Woche trainierst, dann wirst du ziemlich wahrscheinlich langsamer Muskeln aufbauen können. Das sagt zumindest die größte und neueste Meta-Analyse, die kurz vor der Veröffentlichung steht. Und für alle, die es nicht wissen, eine Meta-Analyse ist eine Studie über ganz viele verschiedene Studien. Und in unserem Fall hat man sich einfach alle verfügbaren Muskelaufbaustudien angeschaut und ist dann zum Schluss gekommen, dass eine höhere Trainingsfrequenz besser für den Muskelaufbau ist. Aber Brachialis Bernd 38 hat doch gesagt, diese Meta-Analyse ist super schlecht. Zunächst einmal wurden nur schlechte Studien inkludiert, dann nur Studien in Anfängern, dann waren die Pausenzeiten viel zu niedrig. Die Probanden haben sowieso nicht zum Muskelversagen trainiert und nach 10 Sets pro Woche sind die auch nicht stärker geworden. Nun, das stimmt leider, sagen wir es mal so, nicht so ganz. Erstens, diese Meta-Analyse hat nicht nur schlechte Studien inkludiert, sondern quasi alle, die wir überhaupt zur Verfügung haben. Zweitens, Bernd hat ziemlich wahrscheinlich diese Studie niemals gelesen, denn man sieht eindeutig, dass diese Erkenntnisse für Anfänger oder für Profis gelten. Für eine Minute Pause oder für 3 Minuten Pause. Für Probanden, die zum Muskelversagen trainieren mussten und natürlich auch für Probanden, die nicht zum Muskelversagen trainieren mussten. Und der dritte Kritikpunkt war ja, dass die Probanden ab einem gewissen Volumenwert, wo der jetzt ganz genau lag, spielt keine Rolle, sagen wir einfach mal 10 Sets, nicht noch schneller stärker wurden. Aber die Betonung liegt auf noch schneller. Denn die Probanden, die 30 Sets absolvieren mussten, die sind genauso schnell stärker geworden. Nur eben nicht noch schneller. Was aber auch kein Wunder ist, denn je mehr Volumen du absolvierst, je mehr du trainierst, desto mehr Erschöpfung häufst du an. Und je mehr Erschöpfung du anhäufst, desto schwächer wirst du akut. Denn Erschöpfung drückt nun mal die Performance. Und jetzt kommt's aber. Wenn du die gleiche Progression fahren kannst, aber mit viel mehr Erschöpfung, dann deutet das natürlich darauf hin, dass du irgendwie noch mehr Muskeln hättest aufbauen müssen. Ansonsten hättest du diese Progressionsrate ja nicht aufrechthalten können. Deine Progression wäre dann ja per Definition bei gleicher Muskelmasse so ein bisschen langsamer geworden, wenn der Muskelaufbau eben, ja, nicht dann größer ausgefallen ist. Und vor allem muss man, das ist super, super wichtig, wirklich verstehen, dass in der Kraftanalyse dieser Studie die Volumina anders gezählt wurden. Also wenn man zum Beispiel sich angeschaut hat, okay, wie viel stärker sind die in der Kniebeuge geworden, dann hat man einen Satz Beinstrecker oder auch einen Satz Ausfallschritte nicht als einen Satz gezählt, sondern eben als 0,5 Sätze. 5 Sätze Kniebeuge, 5 Sätze Ausfallschritte, 5 Sätze Beinstrecker sind dann nicht 5 plus 5 plus 5, also 15 Sets, sondern eben 5 plus 2,5 plus 2,5, also 10 Arbeitssätze. Und dann ist es natürlich nur logisch, dass die Volumina, die dann dabei rauskommen, deutlich niedriger sind. Jeder würde wahrscheinlich von euch sagen, ein Satz Beinstrecker ist ein Satz für den Oberschenkelmuskel. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch Studien durchliest. Denn in dieser Studie gab es sogar ein Beispiel. Also man hätte selbst nicht mehr groß denken müssen, man hätte einfach die Studie lesen sollen. Oder müssen in dem Fall sogar. Jetzt, wo wir diese Punkte abgehakt haben, was sagt diese Meta-Analyse denn über die optimale Trainingsfrequenz aus? Wie oft sollten wir einen Muskel trainieren? Welchen Split sollten wir bestmöglich ausführen? Und bevor wir dazu kommen, ich meine, das wird die meisten interessieren, welchen Split sollen sie machen? Zwei super, super wichtige Learnings, die wir aus dieser Meta-Analyse ziehen können. Learning Nummer 1. Eine höhere Trainingsfrequenz bringt bei gleichem Trainingsvolumen, super wichtig, im Hinterkopf behalten, ne? Man muss hier die Trainingsvolumina, die harten Arbeitssets pro Woche natürlich gleich halten. Und wenn man das tut, dann wird man feststellen, okay, eine höhere Trainingsfrequenz, ne, bringt etwas bessere Gains. Und Learning Nummer 2. Eine höhere Trainingsfrequenz kann dafür sorgen, dass du insgesamt halt einfach über die Woche gesehen ein höheres, effektives, wöchentliches Volumen fahren kannst. Denn sind wir mal ehrlich, 20 harte Arbeitssätze, für den Oberschenkelmuskel zum Beispiel, pro Session, das ist schon ordentlich. Und wahrscheinlich wird der 20. Satz dir nicht so unglaublich viel bringen. Denn wir wissen aus vorherigen Daten und aus einer kommenden Meta-Analyse, die auch noch nicht draußen ist, dass zwischen 6 bis 8 Sets oder beziehungsweise, dass mehr als 6 bis 8 Sets pro Session, pro Muskelgruppe sich eigentlich nicht mehr so richtig lohnt. Natürlich, wie immer, ist das Ganze höchst individuell. Aber Studien geben uns immer den besten Durchschnittswert an. Und dementsprechend, wenn man Volumenempfehlungen gibt, dann sollte man sich schon an die Studien halten. Denn wenn man keine einzelne Person anspricht und irgendwie Erfahrungswerte mit dieser Person sammeln konnte, dann fährt man natürlich per Definition mit dem Schnitt am besten, denn das haben die Studien gezeigt. Dort konnten sich die meisten eben am besten steigern, beziehungsweise konnten in dem Fall am besten Muskeln aufbauen. Und von dort aus, also
wenn man 6 bis 8 harte Arbeitssätze am Anfang pro Muskelgruppe, pro Session ballert, kann man dann schauen, okay, brauche ich ein bisschen mehr oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Und aus all diesen verschiedenen Erkenntnissen können wir 3 super wichtige Regeln aufstellen. Aber bevor wir das tun, Leute, am Samstag um 8 Uhr morgens beginnt die Evo Classic Week. Denn dann beginnt natürlich auch die Evo Classic. Es wird unter anderem ein richtig fettes, neues, leckeres Special-Produkt geben und mit dem Code ZAPP einen richtig fetten Rabatt auf das gesamte Sortiment von Evo. Stellt euch also einen Timer und überzeugt euch einfach selbst von unseren Evo-Produkten, die von unabhängigen Laboren geprüft werden und auf der Basis der neuesten wissenschaftlichen Datenlage für euch entwickelt werden. Link wie immer in der Beschreibung. Also, was sollst du tun? Welchen Split solltest du machen, wenn du eben das Optimum für dich rausholen möchtest? Erstens, versuch jeden Muskel 2-mal die Woche zu trainieren. Und wenn du es nicht verkraften solltest, dann machst du einfach pro Session zu viel. Egal wie viel du machst, pro Session wirst du ziemlich wahrscheinlich zu viel Volumen anhäufen. Aber klar, wenn du sagst, hey, mir macht das Training sonst keinen Spaß, ich möchte jeden Muskel 1-mal komplett zerbersten und ansonsten höre ich irgendwie nach 3 Wochen mit dem Training auf, dann solltest du definitiv den Muskel nur 1-mal pro Woche trainieren. Denn Spaß und Motivation sind natürlich super wichtig und der beste Plan bringt dir natürlich nichts, wenn du nicht durchhalten kannst. Ich meine, das habe ich jetzt schon bestimmt, keine Ahnung, ich habe über 1000 Videos und bestimmt schon 900 Mal habe ich euch das schon gesagt. Es ist halt einfach nicht optimal, aber wenn du damit zurechtkommst, dann go for it. Am wichtigsten ist natürlich, dass du dran bleibst. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Split solltest du absolvieren? Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie oft du überhaupt ins Gym gehen möchtest. Wenn du sagst, jo, 2-mal pro Woche, das reicht mir, dann würde ich dir ganz klar einen Ganzkörperplan empfehlen. Bei 3 Einheiten pro Woche könntest du natürlich immer noch einen GK machen. Also je öfter du gehst, desto mehr Optionen hast du. Aber einen GK kannst du quasi immer machen. Denn bei einem GK, also bei einem Ganzkörperplan, musst du ja auch nicht immer jede Muskelgruppe trainieren. Und du musst auch nicht immer die gleichen GKs machen. Du kannst einmal Fokus auf deinen Rücken geben, dann mal die Brust komplett auslassen. Also es gibt keine Regeln quasi. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, bei 3 Einheiten könntest du zum Beispiel einen GK-Tag machen und dann einen Oberkörper- und dann einen Unterkörpertag. Oder du machst einen GK-Tag und dann einen Push- und dann einen Pull-Tag. Du siehst also, je öfter du gehst, desto mehr Kombinationsmöglichkeiten hast du. Bei 4 Einheiten könntest du einen Push-Pull- oder Oberkörper-Unterkörperplan machen. Und bei 5 Einheiten hast du wieder mehr Optionen. Du könntest zum Beispiel mit einem Push-Pull-Beine-Plan starten und dann entweder einen Push-Pull Part hinten dran hängen oder eben am Ende nochmal einen Oberkörper-Unterkörperplan. Und bei 6 Einheiten wären natürlich all die genannten Kombinationsmöglichkeiten auch möglich, aber eben auch ein klassischer Push-Pull-Beine-Plan. Wenn du 6-mal die Woche trainierst, dann ist halt auch jeder andere Dreier-Split absolut möglich. Und auch Bro-Splits sind drin, ne? Also man muss sich dann bewusst machen, dass vielleicht gewisse Muskeln nur 1-mal was abbekommen. Und wenn du sagst, yo, meine Beine sind so stark, ich möchte sie nur 1-mal drin haben, dann ist es auch absolut kein Problem. Dann könntest du auch einen Bro-Split machen, denn voll oft trainierst du ja gewisse Muskelgruppen 1-mal direkt und 1-mal indirekt. Also hättest du sie auch quasi 2-mal drin, je nachdem, welche Übungen du ausführst. Wenn du deine Arme trainierst und schwere Dips machst, guess what? Das ist natürlich eine richtig gute Übung für deine Brust und auch für deine Schultern. Also da hast du ja deine Frequenz von 2 bei einem Bro-Split. Ist halt der Fokus wahrscheinlich ein bisschen stärker auf gewissen Muskelgruppen. Wenn du aber sagst, dein Rücken ist so fett, du willst ihn nur 1-mal drin haben, dann wird das natürlich auch funktionieren. Und wie zu Beginn gesagt, du kannst auch jeden Muskel 1-mal die Woche trainieren. Das wäre halt wahrscheinlich nicht so ganz optimal für dich. 2. Regel. Wenn du mehr als 6 bis 8 harte Arbeitssätze pro Session pro Muskelgruppe verkraftest und das 2-mal die Woche, dann wird es für dich Zeit, eventuell eine 3. Einheit dran zu hängen. Denn wie wir eben erfahren haben, kann es durchaus sein, dass nach 6 bis 8 harten Arbeitssätzen pro Muskel pro Session das Preis-Leistungs-Verhältnis halt einfach nicht mehr stimmt. Wahrscheinlich könntest du dadurch noch einen stärkeren Reiz setzen, aber wenn du diesen Reiz splitten könntest, ne, auf mehrere Tage, dann hättest du netto gesehen auf eine Woche, auf einen Monat, auf ein Jahr gesehen eben vielleicht ein bisschen mehr Muskelaufbau. Und 3. Regel, wenn du gewisse Schwachstellen hast, dann könnte es durchaus Sinn ergeben, lokal dort die Trainingsfrequenz zu erhöhen. Und wenn du aufgepasst hast, sorgt das meistens dafür, dass du mehr wöchentliches Volumen anhäufen kannst, dass du einfach mehr harte Arbeitssätze pro Woche nicht nur verkraftest, sondern effektiv umsetzen kannst. Zeitgleich solltest du, das könnte sehr smart sein, das Volumen deiner restlichen Muskelgruppen reduzieren. Denn wenn du vorher am Limit warst, global gesehen, also wenn du dich vorher schon so ein bisschen erschöpft gefühlt hast, ne, aber es ging gut voran,
dann könntest du es wahrscheinlich nicht verkraften, einfach noch mehr zu machen. Ja? Du musst irgendwas wegnehmen, dass wieder Kapazitäten frei werden, sodass du wieder mehr Kapazitäten frei hast, um deine Schwachstellen stärker zu priorisieren, zu fokussieren. Aber zwei Dinge musst du unbedingt im Hinterkopf behalten. Ansonsten könnte es sein, dass es bei dir nicht so richtig funktionieren wird. Erstens, fang bitte erstmal mit recht wenig Volumen pro Session an. Ja? Und nur wenn du mehr benötigst, erhöhst du das Volumen. Du könntest zum Beispiel mit 4 Sets und das 3-mal die Woche starten. Und wenn du merkst, jo, das ist ein bisschen wenig so, ne? Ich fühle mich nach 1-2 Wochen, ganz wichtig, nicht nach der ersten Einheit, sondern nach 2-3 Wochen, ich fühle mich irgendwie super entspannt. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich hart trainiert die letzten Tage. Erst dann kannst du das Volumen eben erhöhen. Und der zweite Grund, warum eine hohe Frequenz bei ganz vielen Leuten einfach nicht funktioniert, du musst dir definitiv die Zeit dafür geben. Dein Körper passt sich natürlich auch nach und nach an diese höhere Trainingsfrequenz an. Kannst du dich an deine ersten Trainingseinheiten überhaupt erinnern? Da war eine Frequenz von 1, also einmal die Woche einen Muskel trainieren, wahrscheinlich für dich schon viel zu viel. Einmal die Woche einen Muskel trainiert und irgendwie 2 Wochen Muskelkater gehabt. Aber nach und nach hast du dich an diese Frequenz von 1 natürlich gewöhnt. Und irgendwann hast du natürlich nicht mehr so einen starken Muskelkater bekommen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den Fall, wenn du von einer Frequenz von 1 auf eine Frequenz von 2 umsteigst. Gib deinem Körper bitte die nötige Zeit. Fang erstmal mit recht wenig Sessionvolumen an, ja, und einer gegebenen Frequenz von zum Beispiel 3, wenn du Schwachstellen verbessern willst. Und dann bitte nur bei Bedarf das Volumen erhöhen. Und ich werde dir versprechen, wenn du diesen Ansatz befolgst, dann wirst du merken, dass du plötzlich viel schneller regenerieren kannst. Hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Video geholfen habe. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns natürlich im nächsten Video.